Hallo, herzlich willkommen zurück hier zu Let's Play Call of Duty Advanced Warfare. Und wir sind jetzt dabei, die Simulation nochmal zu machen. Oh, können wir uns hier ausrüsten? Pass auf, eins wird. Ja, wir können. Diesmal gehe ich vor. Ausrüsten. Die nehme ich mir doch gerne mit. Und als Zweitwaffe. Ja, die sieht gut aus. Ja, ich bin gut. Ich bin vorbereitet. Dann lass uns die Sache mal erledigen. Wir kommen hoch. Schalte die Simulation diesmal auf Angriffsmodus. Verstanden. Es kann losgehen. Boah. Das ist so cool. Alles in der Simulation. Simulationsstart in 3, 2, auf Angriff. Okay, ausführen. Ich gehe vor. Meine Richtung. Da kommen Sie! Ausschalten! Sind zwei weggemacht. Setz den Overdrive ein! Atlas 01, wir registrieren den Präsidenten. Medienraum Südflügel. Scheiße. Hat nur noch zwei Schüsse oder können wir noch nachladen? Vorwärts. Es ist schon wesentlich schwerer, wenn die jetzt auf Angriff ist. Okay, das reicht jetzt. Mann, ich treff den nicht. Sicher. Vorwärts. Aber das schaffen wir schon noch. Also gut, vorstoßen. Zugangspunkt. Wir, ich kann jetzt aussuchen, wo ich reingehe. Ach, gehen wir einfach mal hier rein. Da hinten wäre jetzt auch möglich, aber gehen wir hier rein. So, jetzt haben wir es geschafft und der ist ganz schön weit geflogen. Will er mich schlagen? Alle weg. Boah. Nice. Nichts hin machen? Nein, einfach nur vorstoßen. Okay. Die sind vorbereitet dieses Mal. So, den Hammer. Erwischt, obwohl wir den gar nicht auf den gezielt haben. Mr. President, die schnelle Waffe. Zu retten. Ich brauche Ihren Authentifizierungscode. Alpha Zulu Tango. Ja, akzeptiert. Bleiben Sie hinter uns. Los geht's. Atlas 01, Achtung. Wir registrieren eine große Einsatztruppe, die sich der Position nähert. Oh, das ist eindeutig auf Angriff. Oh, wie die gleich loslegen. MP, 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 MP. Fress das. Haben wir das gleich einen Trick? Setz deine Angriffsdrohne ein. Angriffsdrohne? Aber ich glaube die erstmal noch. So. Oh mein Gott. Ach du Scheiße. Ich kann die auch steuern. Ich wollte ja nicht gar nicht steuern. Ich habe aber irgendwie auf so sehen nach vorne. Boah, wie der geht. Hektisch. Aber hier ist doch mal ein nettes Spielzeug. In so einem Militär will ich auch. So. Das war jetzt. Ja, das war's schon. Nein! Okay, jetzt war's es. Immer weiter! Ha, das war doch mal geil. Jetzt doch Angriff ist alles ein bisschen anders. Vorhin war es ja eher so ruhig und jetzt richtig auf Action. Aber so mache ich es auch viel lieber als so langweilig. So, wir kennen ja, wie es abläuft hier. Der nördlichen Zugangsstraße. Benötigen sofortige Evakuierung.
Verstanden, Atlas 01. Evakuierung was? Ist unterwegs. Kommen ja gar keine Gegner. Okay, soll uns recht sein. Mach es diesmal richtig. Ja, hoffentlich. Ja, das ging. Mr. President, ins Auto, bitte. Gib's doch. Nice. Jetzt kommen sie. Oh. Wäre auch viel zu einfach gewesen, ehrlich gesagt. Verstanden, Prophet. Also gut, verschanzen. Und da kommen auch noch diese hässlichen... Setz dein Schild ein! Schild? Scheiße, ich hab Overdrive reingemacht. Hua! Setz deine dämlichen Granaten ein! Ja. Ach, scheiße. Haben wir den? Ich dann auf den Boden. Sollst du doch wünschen, oder? Boah. Hallöchen. Nett. So muss es laufen. Auch im echten Mission muss es so laufen. Hammer-Simulation. Schaut euch das mal an. Ah. Hallo Irons. Da haben wir ja einen Experten vor uns. Ja, danke schön. Er ist bereit für echte Einsätze. Gute Arbeit, Junge. Willkommen bei Atlas. So, die Mission war mir echt geil. Wir haben eine Simulation gemacht, eine hammergeile Simulation. Ein bisschen Waffentraining und so. Ja, da würde ich sagen, wir machen einfach die nächste Mission. Die Verbesserungen sind irgendwie alle schon drin, ich weiß nicht. Und dann machen wir die nächste Mission. Ja, juckt mich jetzt nicht, die Punkte. Nach Korea dachte ich, ich werde durch. Aber Irons gab mir was, woran ich glauben konnte. Den Fuß in die Tür zu kriegen ist eins. Man muss beweisen, dass man dazugehört. Ich bekam meine erste Chance 2 Monate später. Vor etwas über 12 Stunden wurde der nigerianische Premierminister Samuel Abidoyo entführt, als er am internationalen Technologiegipfel in Lagos teilnahm. Wir vermuten, dass die KVA dahinter steckt. Eine anti-westliche Terrororganisation, gegründet von ehemaligen tschetschenischen Separatisten. Der Aufenthaltsort und die wahre Identität ihres Anführers, Codename Hades, sind unbekannt. Das Tatmotiv ist unklar, doch die Entführung fügt sich in eine Reihe von Aktionen der letzten Jahre ein, die der KVA zugeschrieben werden. Ihr Auftrag lautet, die Truppen der Gastgebernation unter Captain Adjani zu verstärken und die sofortige Freilassung des Premiers zu erwirken. Diese Amateure denken, sie verstehen was von Geiselrettung. Wir zeigen ihnen, wie es geht. Beeil dich, Kleiner. Hey, eine Sekunde, ja, das... Das Sinking spinnt noch. Okay, gut. Ziemlich faszinierend. Verlieb dich nicht ins Spielzeug. Es geht um den Soldaten, der es benutzt. Gideon, meine Männer sind in Position. Wir starten auf Ihren Befehl. Verstanden. In 5 geht's los. Bring uns ja nicht um, Kleiner. Alles klar. Rätscher, Verkehr. Exotyp, Spezialist. Oder hieß es gerade Regerverkehr? Ich glaube, ich habe es irgendwie falsch ausgesprochen. Ich bin echt peinlich jetzt. Flugdrohne aktiv. Schicke dir die Übertragung. Fick. Also die Flugdrohne, habt ihr ja gerade eben gesehen, die ist richtig cool. So eine Fliege. Einmal diese Technik. Also ich steuere die jetzt nicht. Wie so ein richtiger Stalker. Mehrere KVA-Einheiten. Südraum im 1. Stock. Flieg weiter. Konferenzraum direkt voraus. Hades.
Da ist der Premierminister. Boss, guck doch mal, wer bei ihm ist. Hades. Schalten wir ihn aus? Der Premier hat oberste Priorität. Geboren zum Sterben. Manche schuldig, manche unschuldig. Da scheint eine Geisel zu sitzen. Die Frage ist nur, wann und wie. Nein. Mischkäfer. Dreckiger Mischkäfer. Prophet, Sie haben eine Geisel umgebracht. Wir schlagen zu. Diese Mischkerle. Alle Teams, Freigabe, Freigabe. 3 Minuten zur Linie Alpha. Die Zeit läuft. Wenn wir angreifen, töten Sie den Premierminister. Das tun Sie sowieso. Wir holen ihn lebend raus. Verbox nicht. Wieso ich? Die wissen wohl, dass ich nicht gut spiele. Das wissen die wohl. Videoübertragung vom Kommando. Wieso helft ihr nicht mit? Zeigen wir Ihnen, was Atlas kann. Die KVA hat diese Region schon viel zu lange terrorisiert. Es war Zeit für ein deutliches Zeichen. Ein Handschlag vom Premierminister und ich könnte die gesamte Region retten. Also holt ihn lebend raus. Stressfrei. Stress? Was für ein Stress? Viel Glück. Abgeschlossen. Mitchell, aufbrechen. Ja, wieder mal ich. Ja. Meine Männer sind in Position. Niemand feuert ohne Befehl. Verstanden. Na los. Boah, ganz schön viele Leute. Oder zumindest Autos von dem Militär hier. Ich kann mich gar nicht mehr abbremsen. Hab vielleicht einen anderen Exo an. Ist sogar sehr gut möglich. Magnetgriff an. Ups. Magnetgriff. Zum Klettern. Viereck drücken. Was kommt jetzt? Oh, cool. Die haben so nette Spielzeuge. Wer hätte die nicht gern? Also mal ehrlich. Oh. Um das Fenster herum. Deine Handschuhe werden daran nicht haften. Okay. Gut, dass du mir sagst. Hätte ich selber nicht gewusst. Mitchell, Sturmladung bereit machen. Ah, so mir ist so eine Sturmladung. Übertönt unsere Geräusche. Ah, und das ist das nette Spielzeug. Was die auch schon mal hatten. Wo die uns überrascht haben, als wir noch im Militär waren. Ah, und schon sind wir drin. Ja. Und so schnell geht's. Und keine Sau hat's gehört. Geiselraum, 100 Meter. Hier entlang. Prophet, wir haben die Randgebäude gesichert und rücken zum Ziel vor. Verstanden, 2-1. Los. Gesichert. Sehen wir uns das an. Mitchell, Joker, ihr seid dran. Was ist das? Was zum Teufel ist das? Harmonischer Puls. Erfasst die Biodichte durch so ziemlich jedes Material. Showtime. Alles klar, Mitchell. Du bist unser Auge. Die Aufklärung zeigt 4 KVA-Mitglieder im Raum. Markier sie. Wir schalten sie gemeinsam aus. Auf dein Zeichen, Mitchell. Feinde sind markiert. Alle Ziele erledigt. Atlas Rettungstruppe, keine Bewegung. Sieht aus, als wäre so. Hades geflohen. Und das war also schon mit der Folge. Nicht unser Problem. Ich hole mir so an, was der zu sagen hat. Und dann sage ich schon mal Tschüss und bis zur nächsten Folge. Alle Geiseln sind weg. Die Technologen des Treffens. Die KVA wollte sie, nicht uns. Johnny. Was? Meine Männer haben sie in einem Truck gesichtet. Farbe. Welche Farbe? Weiß. Position. Wo? Sie verlassen die Innenstadt. Okay. Der ist ja direkt. Team Alpha sichert die Sichtverbindung. Sir, hier sind sie sicher. Danke, Soldat. Und dann bis zur nächsten Folge und Tschüss.